Also doch der FC Energie. Von den meisten als Favorit auf den Titel gehandelt, wird Cottbus am 33. Spieltag Meister der Regionalliga Nordost, zu Hause im Stadion der Freundschaft. Emotional und sensationell. Stürmer Timmy Thiele und Co. warten schon hüpfend. Über 12.000 Fans klatschen. Sie warten alle auf Kapitän Axel Borgmann. Ich glaube, die Liga ist sehr, sehr schwer und da Meister zu werden ist nicht selbstverständlich und das werden wir heute Abend auf jeden Fall feiern oder angefangen seit 20 Minuten und dann geht es ab in den nächsten 2-3 Tagen, weiß nicht, was der Trainer da vorhat, aber danach ist dann wieder der Fokus und da haben wir große Ziele. Die Meisterschaft nur ein Etappenziel. Auf dem Weg in die dritte Liga warten noch 2 Aufstiegsspiele und dennoch wird der Staffelsieg gebührend gefeiert. Thiele mit Sohn Lionel auf dem Arm schmiedet zuvor noch geheime Pläne mit sämtlichen Kaltgetränken, hat selbst aber, genauso wie Teamkollege Arnel Kujovic, wenig Erfolg, trocken zu bleiben. Bier und Sekt, meine Augen kleben so krass, dass ich kaum noch blinzeln kann, aber ich denke, da werden noch 1-2 mehr kommen. Das gleiche Motto auch bei Coach Pele Wollitz. Ich habe zwar ein Bier getrunken, was ich normal nie mache nach irgendeinem Spiel. Auch nicht, wo wir ja damals hier Meister geworden bzw. die Relegation gewonnen haben. Aber heute brauchte ich das einfach mit einem Espresso und einem Bier. Ich kann sagen, dass es nicht das letzte sein wird. Energie hat am Ende 7 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Fast schon eine souveräne Meisterschaft. Doch die Saison hatte es in sich. Der Auftakt bei der VSG Altlinike und Carsten Heine geht mächtig schief. Die Berliner konnten schon in der Vorsaison beide Spiele gegen Cottbus gewinnen, gehen in Führung. Wollitz verliert zudem Torwart-Neuzugang Alexander Sebald mit der Diagnose Meniskusriss. Eigengewächs Elias Bethke kommt rein und lässt sich kurz vor Schluss noch umkurven. Gergi besiegelt die erste Niederlage im ersten Spiel für die Lausitzer. Nach dem 3:0 zu Hause gegen Luckenwalde stehen zwar die ersten 3 Punkte auf dem Konto, es ist bis hierhin aber zähe Kost vom Wollitz-Team. Es gibt keinen Ersatz für Siege, auch wenn sie dann hart erarbeitet sind und auch nicht in dieser Souveränität, wie das 3:0 es aussagt, sind die Siege immer enorm wichtig. Ich bin mir sicher, dass wir eine bessere Mannschaft haben als letztes Jahr, auch wenn man es im Moment nicht sieht. Vor allem auf fremdem Platz offenbart Cottbus früh in der Saison Schwächen. Einem mageren 0:0 in Lichtenberg folgt im dritten Auswärtsspiel die zweite Saisonpleite. 1:2 beim BAK, schon 8 Punkte Rückstand auf Platz 1. Wollitz braucht eine Serie und liefert fortan mit seiner Mannschaft. Vor allem zu Hause. Energie glänzt und jubelt auf dem Rasen. Einzig das chaotische Verhalten der eigenen Fans beim Auswärtsspiel in Jena trüben die Stimmung im Frühherbst 2022. Pyrotechnik und nicht nur das, Raketen wurden geschossen auf die vollbesetzte Haupttribüne. Unglaubliche, unfassbare Bilder. Sportlich springt ein 1:1 bei Carl Zeiss heraus. Ansonsten feiert Cottbus 6 Siege aus 7 Spielen, klettert in der Tabelle. Eisenhut eingewechselt, schüttelt Toglu da ab und hat das Auge für Malcolm Badu. Das Stadion der Freundschaft explodiert. Cottbus kommt richtig in Fahrt, hat die gefährlichste Offensive nach Altlinike. Das, obwohl mit Erik Engelhardt, Maximilian Pronicev und Nikos Zografakis 3 Spieler den Verein verlassen hatten, die zusammen für 75 Scorerpunkte sorgten. Aus 3 mach halt 2. Außenstürmer Nikolas Wehling, Neuzugang aus Ulm, und Sturmkante Erik Hottmann, neu gekommen von Türkgücü München, entwickeln sich zum gefährlichen Offensivduo.
Beide laufen so richtig heiß beim überragenden 5:0 bei Hertha 2 am 9. Spieltag. Wehling trifft selbst und legt noch zweimal auf. Hottmann, der Mann aus der Schwäbischen Alb, ist mit 3 Treffern und dazu noch einer Vorlage. Der überragende Mann, Energie, holt den ersten Auswärtssieg der Saison. Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir einfach so eine Qualität haben und auch, dass die Abläufe besser werden. Im Vergleich zum ersten Ligaspiel ist es nochmal ein riesiger Unterschied heute und ich denke, das haben wir heute einfach gut auf den Platz gebracht und daran knüpfen wir an. Hottmann und Wehling glänzen in einer breit aufgestellten Offensive und hinten Torwart Elias Bethke. Hier mit dem Pokal in der Hand, Achtung, Opfer vom Sektduschen-Malheur von Ali Abu Alpha. Ein Moment, wo er mal nicht den Fokus hat, der 20-Jährige. Seit 2016 spielt er bei Energie. Er bekommt nach der Sehbeinverletzung unverhofft die Chance und nutzt sie, strahlt Ruhe aus und ist in vielen wichtigen Momenten da. Am 12. Spieltag gegen Greifswald rettet Bethke den Sieg. Der 6. im 6. Heimspiel und Cottbus hat nur noch 2 Punkte Rückstand auf Platz 1. Aber auch er patzt mal. Eine Woche später beim BFC Dynamo faustet daneben und ermöglicht das 1:0 für die Berliner. In Minute 54 kurz darauf fällt sogar das 2:0. Energie kann mit einem Sieg Erster werden, profitiert danach selbst von einem individuellen Fehler des Gegners und kommt nochmal ran. Trainer Pele Wollitz, der wegen einer Gelbsperre fehlt, muss aber auf ein Aufbäumen warten. Große Lücken in der Abwehr ermöglichen 2 weitere BFC-Tore, eine heftige 1:4 Niederlage gegen den Rivalen aus Berlin. Cottbus reist 2 Wochen später als Zweiter zu Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt. Die Thüringer sind Tabellenführer und Energie will die Kräfteverhältnisse gerade rücken. Alles läuft, 2:0 Führung durch Slamar und Wehling. Doch Erfurts Hairulla macht in der 75. und 79. Minute 2 Treffer. Wieder verpassen es die Lausitzer, auf Platz 1 zu springen. Die Spieler bedient und der Coach, eigentlich ein Vulkan, jetzt ruhig analysierend. Wenn man 2:0 führt, sind das 2 Punkte, die verloren gegangen sind. Ansonsten nehme ich mit, dass der Ansatz, Fußball zu spielen, nicht verkehrt ist. Dennoch in der einen oder anderen entscheidenden Phase einfach auch mal Karo einfach hätte vielleicht auch zum Erfolg, zum maximalen Erfolg geführt. Im Derby bei Babelsberg 0:3 ist es dann soweit. Erfurt spielt parallel unentschieden und Jonas Hildebrand erlöst Energie in der 81. Minute mit dem 1:0 Siegtreffer. Cottbus erstmals in der Saison auf Platz 1 und dennoch selbstkritisch. Das Spiel müssen wir auf jeden Fall auswerten. Also das war einfach nicht gut von uns. War in vielen Situationen nicht das, was wir, uns vorstellen, was wir spielen wollen. Aber unterm Strich freuen wir uns heute erstmal über den Sieg. Gleichbedeutend mit der Herbstmeisterschaft. Von ganz oben spielt es sich aber nicht unbedingt leichter. Angstgegner Altlinike entpuppt sich auch im Rückspiel als solcher, fügt Energie die erste Heimniederlage zu. Und Kapitän Axel Borgmann merkt, es ist sofort wieder Druck drauf. Mich nervt es dann teilweise schon, dass es immer so schnell geht in beide Richtungen. Also jetzt waren wir die ganze Vorbereitung Erster, da war alles Friede, Freude, Eierkuchen und alle sagen, wie toll wir sind. Jetzt verlieren wir das erste Spiel auch zu Recht und wir waren auch nicht gut, da müssen wir selbstkritisch sein. Aber deswegen ist ja jetzt nicht alles schlecht und ob wir jetzt Erster, Zweiter oder Dritter sind, das ist mir eigentlich gerade ganz egal, weil am Ende weiß ich, dass wir noch 16 Spiele haben und das zählt. Wollitz hat in der Winterpause mit Timmy Thiele und Jan Scherbakowski 2 Hochkaräter für die Offensive geholt. Doch auch im zweiten Spiel gibt es kein Tor, sondern die 0:1 Niederlage in Luckenwalde. Der Fehlstart perfekt, die Tabellenführung wieder weg. Führungsspieler sind gefragt wie Kapitän Axel Borgmann. Der 28-Jährige besticht mit Konstanz, fehlt nur 3 Spiele wegen eines Infekts. Ansonsten spielt er immer über 90 Minuten. Der Linksverteidiger ist an so vielen Treffern wie noch nie in einer Saison beteiligt. 10 Vorlagen und Einlagen wie die beim ersten Sieg 2023 gegen Lichtenberg. Und da ist Borgmann! Welch ein Zaubertor des Energiekapitäns! Der mag das gar nicht glauben! Hier zunächst Eisenhut mit der Vorarbeit per Kopf, dann die Annahme mit der Brust, der Fallrückzieher. Und Borgmann schaut ungläubig, ist der wirklich drin? War das wirklich ich? Bin ich der Messi aus der Lausitz?
Der Messi aus der Lausitz trifft insgesamt viermal, meist aus der Kategorie sehr sehenswert. Es war ja der erste Advent und Axel Borgmann sagte sich, so ein kleiner Adventsspaziergang, der kann doch gar nicht schaden. Und dann macht er das 4:0. Fallrückzieher, Sololauf und schlitzohrig. Die 20. Minute, Freistoß, Energie, wird plötzlich ausgeführt durch Borgmann und da ist der Ball im Netz. Was war das für ein Geniestreich des Kapitäns? Wie zu Saisonbeginn folgt auf den mäßigen Start eine Serie von 5 Siegen aus 6 Spielen, darunter wichtige Dreier auswärts in Chemnitz und bei Lok Leipzig. Cottbus ist im Frühling Zweiter, knapp hinter Erfurt. Die Thüringer patzen am 26. Spieltag zu Hause gegen Viktoria Berlin, aber Energie nutzt es zu Hause gegen Hertha BSC 2 nicht aus. Eine 1:0-Führung wird leichtfertig verspielt. Eine nicht einkalkulierte Niederlage. Ist uns so noch nie passiert, hätte ich zu Hause uns auch nicht zugetraut, aber ich glaube, das ist einfach so ein Tag zum Vergessen. Das passiert manchmal im Fußball, ist ein komischer Zeitpunkt. Ich hoffe nicht der falscheste in dieser Saison. Ansonsten, glaube ich, haben wir nach wie vor alle Möglichkeiten, unsere Ziele zu erreichen. Natürlich mit einer anderen Leistung als heute. Knapp verloren, danach knapp gewonnen. 4-mal in Folge mit einem Torvorsprung wie Ende April im Nachholspiel gegen Jena vor über 8000 Zuschauern. Ein 1:0-Sieg durch das Traumtor von Nicolas Wehling. Cottbus punktgleich mit Erfurt, aber durch das bessere Torverhältnis wieder Erster. Es ist 5 Spieltage vor Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der BFC Dynamo mit Trainer Heiner Backhaus wird zum Zünglein an der Waage im Meisterrennen. Die Berliner schlagen erst Erfurt und helfen so Energie. Eine Woche später trifft der BFC in Cottbus in der 89. Minute zum Ausgleich und leistet wieder Schützenhilfe für die Thüringer. Gwolitz sieht zudem seine 8. gelbe Karte, ist zum 2. Mal gesperrt. Sieht aber in Halberstadt von der Tribüne aus einen souveränen Sieg. Und weil Erfurt zuvor in Babelsberg verloren hatte, geht Energie mit 4 Punkten Vorsprung in den Showdown am 32. Spieltag zu Hause gegen RWE. Wollitz und Cottbus brauchen einen Sieg, um Meister zu werden. Gerber und Erfurt konnten wieder auf einen Punkt ran an Energie. 18.674 Zuschauer, Topwert der Saison, drittbester Wert der Regionalliga Nordost überhaupt. Die Meisterfeier zu Hause, doch Erfurt wird zum Partycrasher. Ciccarelli auf Mergel, der wird nicht angegriffen, wieder zu Ciccarelli, der auch wieder nicht angegriffen. Und dann zieht er einfach mal ab und der Ball landet im Tor. 13.34 Uhr Ortszeit. Rot-Weiß Erfurt macht die Regionalliga Nordost wieder richtig spannend. Erfurt vorn in einem Spiel ohne große Torchancen, aber mit elektrisierender Stimmung. Energie schiebt vor allem im zweiten Durchgang an, aber die 100%ige Möglichkeit fehlt beim Team von Pele Wollitz. Stattdessen durchatmen. 10 Minuten vor Schluss können die Gäste alles klar machen. Doch Energie bleibt im Spiel und macht immer mehr Druck. 2 Minuten später, Lopez Cabral vertändelt den Ball in der Vorwärtsbewegung. Hofmann und da ist Tim Heike. 2 Minuten auf dem Feld und jetzt Ekstase bei Wollitz und im Stadion der Freundschaft. Was für ein wichtiges Tor. Wieder 4 Punkte anstatt 1 Punkt Abstand auf Erfurt. Jener Tim Heike kann in der Nachspielzeit das Spiel völlig auf den Kopf stellen und Cottbus zum Meister schießen. Er wollte es mit aller Macht, mit aller Kraft, aber er schießt über das Ziel hinaus. Den Matchball vergeben, aber Erfurt auf Distanz gehalten. Die klare Ansage vom Trainer.
Es kann nur am Ende eingeben. Und mit 4 Punkten Vorsprung aus 2 Spielen wären wir gut beraten, wenn wir das über die Linie bringen würden. Nächste Chance eine Woche später, ausgerechnet gegen Babelsberg 03 im Brandenburg-Duell. Im Hinspiel machte Energie die Herbstmeisterschaft klar und jetzt im Rückspiel der große Wurf. Wieder sind über 12.000 Zuschauer dabei. Cottbus hat die erste Top-Chance durch Hottmann. Applaus vom Trainer, aber es brodelt in Wollitz. Babelsberg ist gefährlich, teils das bessere Team. Zudem führt Erfurt parallel gegen Chemie Leipzig, wäre wieder auf 2 Punkte dran. Die 37. Minute und endlich die Erlösung im Stadion der Freundschaft. Flanke Eisenhut, Kopfball Hottmann. Das mögliche Tor zur Meisterschaft Wollitz nimmt überraschend gelassen zur Kenntnis. Für Erik Hottmann ist es Saisontor Nummer 10 und die Fans zufrieden. Pro Heimspiel kommen im Schnitt knapp über 6.000 Zuschauer, Liga-Topwert. Sie peitschen an, sehen aber lange keine Torchance. Cottbus muss zittern, denn Babelsberg will dem Rivalen nicht bei der Meisterfeier zuschauen, hat Chancen auf den Ausgleich. Wollitz braucht wieder einen Blitzableiter. Erst die Flasche, fast die Mauer. Das Siegerbier steht aber schon bereit, wohlbehütet vor der ersten Reihe. Und kurz darauf ist es dann auch amtlich. Der FC Energie Cottbus, Meister 2023 in der Regionalliga Nordost. Feiern? Ja. Aufstieg? Nein. Uns ist schon bewusst, dass wir noch nicht aufgestiegen sind. Für das System können wir nichts, aber wir sind schon der Meinung, dass so eine Meisterschaft da nicht zu kurz kommen darf. Heute gilt es, das zu genießen, aufzusaugen. Was wir bis hierhin geschafft haben, ist schon sensationell. Jetzt gibt es noch den nächsten Schritt, das ist das Pokalfinale und dann die Relegation für uns. Und das wollen wir natürlich alles ziehen. Während die Spieler auf die Trophäe warten, macht sich Trainer Wollitz nochmal Luft. Es geht um die Aufstiegsspiele zur dritten Liga nach einer harten Saison, nach dem Meistertitel. Es geht um wichtige Sponsoren des Vereins, die in diesen Spielen aus DFB-Vermarktungsgründen nicht aufs Trikot dürfen. Der Verband bei Wollitz unten durch, was Vizepräsident Hermann Winkler verbal schon bei der Ehrung zu spüren bekam. Bitte DFB, nehmt euren Slogan ab, Respekt, weil Respekt soll man sich auch verdienen. Respekt geht aber nicht nur immer in eine Richtung. Respekt gibt man gerade diesen Vereinen, diesen Regionalligisten. Das gibt man, wo hart gearbeitet wird, wo es nicht alles selbstverständlich ist. Und deswegen ist es einfach traurig, in einer Meisterschaft sich gar nicht freuen zu dürfen, weil man weiß, was da dran hängt. Dennoch ist der Moment ein besonderer. Ali Abu Alfa genießt ihn auf der Torlatte. Nur noch Kapitän Axel Borgmann muss vom Interview für das Meisterfoto herangewunken werden, ist kurz danach aber auch mit drauf. Ab jetzt noch 10 Tage bis zum ersten der beiden wichtigsten Spiele der Saison. Stadion der Freundschaft, Hinspiel um den Aufstieg in die dritte Liga gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Über 17.000 sind gekommen, egal ob jung. Ganz klar, ein 2:1 für Cottbus. Oder schon ewig Energieanhänger. Ach, zur Ostzeit schon. Gegen Jena habe ich sogar von der Polizei Rösche gekriegt hier. Willi kommt seit den 70ern zur Energie, hat viele Geschichten parat und hat am Tag schon Bekanntschaft mit dem Gegner gemacht. Ich habe die Rasselbande der Unterhachinger heute schon begrüßen können im Puschkin-Park. Da bin ich denen zufällig begegnet, komplett mit allem. Waren bestimmt 40 Personen ungefähr, denke ich mal, mindestens schätzungsweise.
Und die sind alle froh gelaunt, vernünftige Charaktere. Und ich habe sie bloß noch gesagt, die sollen so machen, dass wir wenigstens eh noch mehr schießen als die. Das macht's dann. Ihn hier nennen alle Payne und Payne hat an diesem Abend mehr Stress als sonst. Bei ihm werden Spezialtickets hinterlegt für die Familien und Freunde der Spieler, für Presse oder VIP. Die Nachfrage hoch. Ach bitte, ich gehe am Stock, Alter. Wirklich, die Briefe werden mehr statt weniger. Aber freut mich ja. Volle Hütte, zack, da brennt heute der Boom. Prognose? Schwer. Ich würde sagen, mir reicht erstmal ein Sieg, Hauptsache Gewinn. Und dann ein bisschen in Haching werden wir das irgendwie schon ermauern. Die Nord singt sich ein. Maskottchen Lautzi ist längst bereit. Und draußen zwei, die schon für Energie aufgelaufen sind. Maximilian Zimmer und im Trikot Felix Geißler. Kind der Region, selbst bis 2021 gespielt. Bruder Niklas sitzt als Auswechsler auf der Bank. Ich bin tatsächlich selber ein bisschen aufgeregt, wobei es gar nicht sein müsste. Aber ja, ich drücke natürlich ein. Ich kenne ja auch noch ein paar und bin mit ein paar noch ganz gut befreundet. Deswegen ist das eher so ein Ding, dass ich darüber die Daumen drücke. Ein Foto mit dem Held der Aufstiegsspiele von 2018. Maxi Zimmer hat Cottbus damals mit zwei Treffern gegen Weiche Flensburg maßgeblich in die dritte Liga geschossen. Die Region steht hinter dem Verein. Das merkt man an so einem Spielen, was dann hier los ist, was man mobilisieren kann. Wir haben das damals erlebt, was dann auch nach dem Aufstieg hier los ist. Deswegen drückt den Jungs die Daumen, damit die das erleben dürfen, weil dann kann man hier auch ordentlich feiern, dann kann man hier Spaß haben und dann wird es geil. Dann kann man hier denken, dann Dankeschön. Noch ein paar Minuten bis zum Anpfiff. Auch Payne hat es rechtzeitig geschafft. Erste Reihe natürlich. Energie Cottbus, ein Club, ein Ziel. Alle zusammen für den Aufstieg. Das letzte Heimspiel der Saison, aber gewohnte Rituale. Hele Wollitz und die erste Reihe, alle hinter ihm, werden persönlich vom Kulttrainer begrüßt. Sein Gegenüber ist Sandro Wagner, Haching seine erste Station als Trainer. Als Spieler hat er die große Fußballwelt gesehen und dennoch ist auch er aufgeregt. Genauso wie Energiepräsident Sebastian Lemke. Es geht um sehr viel und es geht los. Das einstige Bundesliga-Duell jetzt um den Aufstieg in die dritte Liga. Beste Plätze an der Eckfahne hat auch Yvonne, die gute Seele des Vereins, direkt dahinter Ehemann Ralf, technischer Leiter bei Energie. Beide sehen einen guten Beginn von Cottbus und die erste Chance durch Österhellwig nach 5 Minuten. Wieder Relegation zu spielen und Chancen aber auch. Wer ist Unterhaching eigentlich? Die Spielvereinigung Unterhaching, der Meister der Regionalliga Bayern, der Club von Manni Schwabel. Finanziell angeschlagen, Tage vor dem Hinspiel stand noch nicht fest, ob sie wirklich den Aufstieg in die dritte Liga stemmen können. In der 6. Minute schocken sie Energie und das Stadion der Freundschaft. Der erste Dämpfer, auch Proteste von außen, bringen nichts, das Tor zählt. Haching spielt viele lange Bälle, Cottbus hat es analysiert, aber hier nicht clever verteidigt. Stiefler, nicht unfair gegen Eisenhut, der in die Innenverteidigung rutschte, weil sich Slama im letzten Ligaspiel gelb-rot einhandelte. Der Rest ist nicht konsequent von Energies Abwehr. Wenn Cottbus zurücklag, haben sie in der ganzen Saison nicht einmal noch gewonnen. Die 13. Minute und ein Aufschrei geht durchs Stadion.
Es gibt den Elfmeter nach Handspiel von Hachings Innenverteidiger David Piso. Die Handregel im Fußball nicht immer nachvollziehbar. Hier profitiert Energie. Die Verantwortung übernimmt Jonas Hildebrand. Zwei Elfmeter in dieser Saison, beide verwandelt. Unter anderem bei Viktoria Berlin in der Nachspielzeit zum Sieg. Er ist nervenstark vom Punkt. 1:1. Energie wieder zurück. Und Energie ist bereit nachzulegen. Freistoß, eine Sache für Maximilian Oesterhelwig zu zentral. Das Momentum im Fußball, Sandro Wagner kennt es bestens. Er wird aktiver. Genauso wie seine Mannschaft, die ihren Besten in der Offensive nach 24 Minuten zum ersten Mal findet. Patrick Hopsch, Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Bernd Hopsch. Er wurde Torschützenkönig mit 27 Treffern. Bester Torschütze bei Energie Cottbus ist Nicolas Wehling. Er hat 12-mal getroffen. Die letzten 6 Spiele blieb er allerdings ohne Torerfolg. Trotzdem schenkt ihm Wollitz sein Vertrauen. Willi angespannt in der 4. Reihe, ein paar Meter über ihm. Maxi Zimmer, schon während der Saison immer wieder Tribünengast in Cottbus, analysiert viele Aktionen. Sicher auch die in Minute 37. Haching mit Ehlich. Mit Stiefler. Und mit Skalatidis. Die Bayern wieder vorn. Sandro Wagner wird den Club nach den beiden Spielen verlassen, will mit dem Aufstieg gehen. Wenig Regung beim Gegentor auf der Cottbusser Nordtribüne und wenig Zugriff in der Energieabwehr. Torschütze ist nicht Skalatidis. Sein Schuss wäre vorbeigegangen. Ausgerechnet Stürmer Matthias Fetsch fälscht ins Tor ab. Der Mann, der vor 11 Jahren für eine Saison für Energie in der 2. Liga spielte. Auf geht's Cottbus. Halbzeit 1:2. Gesprächsbedarf auch bei Willi und den Sitznachbarn. Ich hoffe, dass der Trainer die richtigen Worte findet und sich die Spieler auch klar werden, um was es heute geht und ihr letztes Tröpfchen ins Spiel bringen und der Trainer auch den richtigen Zeitpunkt zum gebrauchten Wechsel dann machen tut. Zur richtigen Zeit. Ja, ist geil. Ich mag das, wenn so ein bisschen diese Stimmung zum Fetzen drin ist. Und ich hoffe, das schwappt bis aufs Feld über gleich. Zweite Halbzeit. Es wird noch ein bisschen hitziger. Cottbus hat zu Hause 14 seiner 17 Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Dazu das Pokalfinale. Erster Abschluss durch Kujovic. Es bleibt intensiv. Beide schenken sich nicht viel. Und Unterhaching bleibt gefährlich. Die Zeit für den möglichen Ausgleich, sie läuft davon. Der eingewechselte Malcolm Badou
Und dann hat Erik Hottmann mal ein bisschen Platz. Der bislang einzige Hochkaräter im zweiten Durchgang. Und es wird nochmal gepowert von den Rängen. Bis in die letzten Sekunden. Cottbus hat zu Hause keines der 8 bisherigen Duelle gegen Haching verloren. Jetzt das erste. Für mich war das ein Spiel, wo man sagen kann, von den Chancen her hat Unterhaching 2 Tore verdient. Dennoch hätten wir auch meiner Meinung nach noch ein Tor verdient gehabt. Aber es ist jetzt so, das müssen wir jetzt schlucken. Nach Abpfiff Innenverteidiger unter sich. Dennis Slama musste gesperrt zusehen. Jonas Hildebrand ist der Torschütze des Tages für Energie. Eiskalt aus 11 Metern. Ja, vor dem Elfmeter habe ich mir gedacht, wo ich den letzten hingeschossen habe. Und dann, die gucken sich uns ja auch an, habe ich halt in die andere Ecke geschoben. Und vor dem letzten Schritt nochmal gesehen, dass er schon unterwegs ist. Den Keeper, ausgeguckt, sicher verwandelt. Kurz nach Abpfiff die Hildebrands unter sich. Meist hält Jonas einen Monolog und wertet das Spiel aus. Um den Elfmeter geht es dieses Mal nicht. Trotzdem sind die Rituale, wenn Junior Hildebrand schießt, unterschiedlich. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, wirklich nicht. Ich gucke nie hin beim Elfmeter. Weil wenn ich hingucke, verschießt er. Im Gegensatz zu Papa Jens hat Mama Ilona alles verfolgt. Ja, ich war sehr aufgeregt. Und fand es gut, dass er getroffen hat. Ich weiß, dass sie immer aufgeregt sind, aber dass sie dann so aufgeregt sind, weiß ich nicht. Aber solange die Ergebnisse gleich sind, dass sie halt reingehen, ist doch in Ordnung. Und sein größerer Bruder Dennis? Ja, ich hätte wahrscheinlich in die Torwart-Ecke geschossen. Also war schon gut, dass er nochmal geguckt hat, wo er steht. Du hast aber hingeguckt, ja? Ich habe hingeguckt, klar. Ich weiß auch, dass er trifft. Ein Lächeln, das Zuversicht fürs Rückspiel ausstrahlt. Abgeschenkt hat hier niemand etwas, auch Tobias Eisenhut nicht. Seit 2015 läuft er mit dem Energiewappen auf der Brust auf. Wir haben noch alles in der eigenen Hand, können mit den unfassbaren Fans im Rücken, die wir heute hatten, auch auswärts definitiv gewinnen, definitiv aufsteigen. Und das ist das Einzige, was gerade zählt und was in meinem Kopf vorgeht. Ich glaube, wir haben auch unseren Anteil daran, dass das Stadion heute voll ist. Aber was die Leute, die dann kommen, abreißen, das ist schon Wahnsinn und hat wenig mit Regionalliga zu tun, in meinen Augen. Erkennt auch Sandro Wagner an, zieht symbolisch den Hut vor dieser Atmosphäre. Das Hinspiel geht an ihn und Wollitz hat seine Lehren schon gezogen. Die Statik muss besser werden, auch die Struktur im eigenen Spiel. Vor allem beschwert er aber den Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft. Jetzt gilt es einfach für uns, mit deren Unterstützung, was sie uns auch heute gegeben haben, in anderen Spielen, gilt es jetzt für uns am Sonntag, für denen alles zurückzugeben, was bei uns drin ist. Ich bin nach wie vor optimistisch. Wir liegen 2-1 zurück. Ja. Gut ist, dass das Auswärtstor nicht mehr so zählt, wie es mal gezählt hat. Und das zweite Gute ist, dass die zweite Halbzeit 90 Minuten ist und nicht 45 Minuten. Und wir werden alles versuchen. Alle hatten sich vor heimischer Kulisse mehr erhofft. Doch der Glaube ist da. Positiv bleiben. Alles noch drin. Der Alpenbauer Sportpark in Unterhaching. Hier fällt die Entscheidung um den Aufstieg in die dritte Liga. Knapp 15 Minuten später als geplant erreicht der Energiebus das Stadion. Viele Cottbus-Fans sind schon hier, um ihre Stars zu empfangen. Okay,
Die Ankunft ausgerechnet vor der heimischen Südtribüne der Hachinger. Cottbus angekommen bei den Bayern. Auswärtssieg! 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 Trainer Pele Wollitz kommt als letzter aus dem Bus, während Tausende in Rot und Weiß schon längst bereit sind. Motto: Weißer Hut mit Lausitz-Power. Wir gehen und holen den Cup. Alle da für ein Ziel. Wir steigen auf! Wir steigen auf! Wir steigen auf und ihr bleibt da! Wir steigen auf und ihr bleibt da! Wir steigen auf und ihr bleibt da! Letzte Mutmacher für Tobias Eisenhut von den Eltern, bevor es reingeht in den Sportpark. Dort trifft Tradition Tradition. Warmschießen vor der eigenen Kurve. Knapp 5000 Energieanhänger sind mitgereist und heizen gnadenlos ein. Auch die Hachinger machen mit und geben den Startschuss. Die letzten 90 Minuten plus X. Keine Auswärtstorregel. Energie braucht einen Sieg mit einem Torvorsprung für eine Verlängerung, mit zwei Toren Vorsprung für den Aufstieg. Cottbus in den nagelneuen weißen Trikots. Wollitz bringt Scherbakowski für Wehling in der Startelf und der hat nach 14 Minuten die erste Riesenchance. Jan Scherbakowski, Leihgabe von Dynamo Dresden, eher für seine Dribbelkünste als für sein Kopfballspiel bekannt. Die Fans hätten den fast reingeklatscht. Sandro Wagner muss von draußen runterkühlen, weil Energie offensiv sofort da ist, aber defensiv nur 3 Minuten später erste Aussetzer zeigt. 1:0 und 3:1 in der Addition für Unterhaching. Wie im Hinspiel trifft der Ex-Cottbusser Matthias Fetsch, wie im Hinspiel der emotionale Nackenschlag nach gutem Beginn. In Cottbus gab es das 0:1 nach einem langen Ball, jetzt aus einem Einwurf und danach Slapstick im Zweikampf gegen Hopsch. Und Slama zurück in der Startelf, vergisst Fetsch in seinem Rücken, der macht sein 15. Saisontor. Der Gegentreffer tut Wollitz und Cottbus weh. Haching setzt kleine Nadelstiche, aber selbst geht bei Energie nicht viel. Erst nach 35 Minuten rutscht ein Ball durch und Thiele hat die zweite große Möglichkeit, wieder kein Tor. Timmy Thiele, 188 Spiele hat er schon in der dritten Liga gemacht, hätte sich selbst ein Stück näher zum 189. schießen können. Es ist zum Verzweifeln. Musik.
Die Unterstützung von den Rängen bleibt ununterbrochen. Doch je länger vorn die Null steht, desto größer wird auch der Frust. 44. Minute, nochmal Haching. Die Bayern wie im Hinspiel beim Hopsch-Kopfball, jetzt mit Alupech beim Versuch von Stiefler. Energie noch am Leben, aber 0:1 hinten zur Pause. Ernüchterung bei so manchem Fan. Auch Marco hat sich wie viele mehr erhofft. Gefühlstechnisch überhaupt nicht gut. Leistungstechnisch, was Energie abgeliefert hat, war Katastrophe. Also erste Halbzeit abwehrtechnisch gar nichts. Zwei Torchancen, einer ging allein aufs Tor, der Ottmann, aber ansonsten muss jetzt in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall wesentlich mehr passieren, sonst war's das. Enrico ist seit 1980 als Fan dabei. Noch ein Jahr Regionalliga soll es nicht geben. Ich sage immer wieder, wenn du bei Null anfängst, das kann nicht immer, kann nicht überhaupt nicht funktionieren. Du musst wirklich den Sprung schaffen heute. Sandro Wagner greift vor Halbzeit 2 zum Mikro, heizt die Haching-Fans an. Und Cottbus bleiben noch 45 Minuten. Zwei Tore müssen mindestens her. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Malcolm Badu. Wieder alleine vor Vollert, wie Timmy Thiele, aber wieder auf den Mann. Über eine Stunde rum in Unterhaching und der angestaute Frust bricht bei einigen Energieanhängern aus. Eine Gruppe dringt in den Innenraum, die Polizei muss eingreifen. Pele Wollitz und Sebastian Lemke in der Kurve. 15 Minuten ist das Spiel unterbrochen. Es ist der Nackenschlag für Energie. Keine nennenswerten Chancen mehr danach. Nur noch ein Angriff von Haching in der 93. Minute, der die Entscheidung bringt. Aus, der Traum vom Aufstieg in die dritte Liga. Cottbus verliert die beiden entscheidenden Spiele gegen Unterhaching. Die machen aus meiner Meinung nach drei Chancen, zwei Tore. Das ist eine Qualität, die wir einfach in den zwei Spielen nicht auf den Platz bekommen haben. Ja, dann haben wir es zusammengefasst in 180 Minuten nicht geschafft. Sag mal, so konstant in diesen 180 Minuten zu spielen wie im größten Teil der Saison. Einfach zu einfache Fehler, zu einfache Gegentore, zu billige Gegentore insgesamt, alle vier. Wir hatten ja unsere Chancen heute und haben es nicht geschafft. Mir tut es für die Fans leid, mir tut es für die Sponsoren leid, für die Spieler, für die Geschäftsstelle. Es haben irgendwie alle alles gegeben und du bist Meister und wirst nicht belohnt. Das ist ja, einfach Leere jetzt. Enttäuschung, das reicht eigentlich schon, dass man einfach komplett durch ist, körperlich fertig, mental ist nicht mehr viel drin und dann ist das halt wirklich eine riesen Enttäuschung.
einfach nur einen Arm genommen, für mich da gewesen, aber es ist einfach auch von meinen Eltern Lehre gewesen, weil die halt schon jetzt die letzten 8 Jahre, die ich auch hier in der Jugend verbracht habe, immer für mich da waren, immer zu fast jedem Spiel gekommen sind. Und natürlich haben die sich auch dann hier gefreut, mit uns hoffentlich aufzusteigen, hat nicht geklappt und dann war auch bei den beiden einfach nur Lehre. Wir hatten halt vollen Fokus darauf, das heute noch zu drehen. Die Chancen waren auch da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir chancenlos waren. Und jetzt direkt nach dem Spiel tut es einfach extrem weh, auch für uns Spieler. Es ist der 43. Spieltag und du stehst am Ende mit leeren Händen da. Setzt dich jetzt erstmal 8 Stunden bei 33 Grad im Bus. Man muss erstmal ein bisschen nachdenken. Und das tut natürlich extrem weh, wenn du weißt, was gewesen wäre. Und das ist die bittere Realität im Sport. Wir sind Meister geworden, wir sind Pokalsieger geworden. Wir müssen halt trotzdem sagen, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Ne? Dass jetzt die beiden Spiele nicht reichen, das tut unfassbar weh. Aber dennoch, glaube ich, macht das nicht unsere Saison, macht das trotzdem nicht die 34 Ligaspiele und die 6 Pokalspiele schlechter. Es tut weh, dass zu nichts gereicht hat im Endeffekt, aber ich glaube trotzdem, dass man erhobenen Hauptes aus der Saison gehen kann. Die Fans sind gerade aufgestiegen und die sitzen alle nur auf dem Rasen. Und unsere Fans haben nach dem Spiel noch gesungen. Ja, uns, ich sag mal, für die Saison beglückwünscht. Das ist außergewöhnlich, das ist krank. Es war Gänsehaut, auch als wir reingelaufen sind. Also wirklich Respekt für die Fans, es ist unfassbar. Und wir müssen halt einfach durch solche Niederlagen, muss jeder Mensch einfach weitermachen, muss aufstehen, muss sowas verarbeiten. Und dann zeigt sich ja der Charakter eines Menschen, ob man dann aufsteht, weitermacht. Oder ob man dann liegen bleibt. Und ich hoffe und ich denke auch, dass jeder Einzelne von uns, der es heute nicht geschafft hat, aufstehen wird, weitermachen wird und irgendwann einfach die Belohnung dafür bekommt, heute generell die ganze Saison einfach hart zu arbeiten. Sportler fallen hin. Sportler kriegen Niederlagen, aber Sportler stehen auch wieder auf. Und das gilt es jetzt zu vermitteln, zu überzeugen und auch zu begleiten. Der BFC Dynamo hat es vor einem Jahr erlebt, jetzt der FC Energie Cottbus. Die Meisterschaft bejubelt und trotzdem das große Ziel nicht erreicht. 14 Tage liegen zwischen dem Erfolg und der Euphorie und den Tränen und der Enttäuschung. Ein neuer Anlauf in der neuen Saison.